Ja, hallo liebe Leute, ich bin der Stefan und ich mache gegenwärtig ein Praktikum am DIPF. Was ist das DIPF? Das ist eine Abkürzung und das steht für Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Die Aufgeweckten unter uns werden sich jetzt denken, das kürzt sich aber überhaupt nicht nach DIPF ab, aber so ist die Welt nun einmal. Es gibt viel Halbwissen, es gibt viel Unsicherheiten und gerade deshalb ist es wichtig, dass es Institutionen gibt, die uns als Wegweiser durch die Informationsflut leiten können. Was macht eigentlich das DIPF? Unter anderem betreibt das DIPF den deutschen Bildungsserver und im Rahmen meines Praktikums wollte ich auch genauer herausfinden, was steckt eigentlich dahinter. Dabei hat sich dann aber schon das nächste Problem gezeigt, nämlich Mitarbeitende im Bereich Archiv, Bibliothek, Dokumentation sind hochgradig introvertierte und scheue Persönlichkeiten und die rennen alle davon, wenn ich mit meiner Kamera hier am Institut aufkreuze. Das hat mich dann an eine Situation erinnert, die ich gerade letztes Wochenende erlebt habe. Da war ich im Park und wollte ein paar herzige Tierchen filmen, aber die sind einfach auch alle davon gerannt, wenn ich mit meiner Kamera aufgekreuzt bin. Und dort habe ich dann herausgefunden, wenn ich mich einfach hinsetze und warte, bis die Tiere kommen, dann funktioniert es. Und genau diese Herangehensweise werde ich jetzt auch hier am DIPF bei den introvertierten Mitarbeitenden zur Anwendung bringen. Schauen wir einmal, was dabei herauskommt und ob wir ein paar O-Töne einfangen können. Auf geht's! Hallo Renate, kannst du uns etwas zu den Angeboten der Bildungsinformation erzählen? Ich bin Renate Martini und arbeite beim Deutschen Bildungsserver. Dort bin ich für die Bildungsforschung zuständig. In dieser Rubrik haben wir Angebote für Sie zusammengestellt, die unter anderem Zahlen und Fakten aus der Bildungsforschung zusammentragen. Dort sind Datenreports, Statistiken und auch Situationsanalysen für Sie nachlesbar. Wir bieten Ihnen auch eine Rubrik mit Fachzeitschriften an, wo Sie nachschauen können, welche pädagogischen Zeitschriften für Sie möglicherweise relevant sein können, um Ihre eigene Publikation einem Verlag anzutragen. Das finden Sie alles unter einem Dach, qualitätsgeprüft und ohne Werbung. Deshalb bleiben Sie beim Deutschen Bildungsserver. Google hilft Ihnen da nicht weiter. Mein Name ist Luca Mollenhauer, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Bildungsserver und dort verantwortlich für die Themen digitale Bildung und digitale Infrastrukturen. Der Deutsche Bildungsserver ist der Internetwegweiser für das Bildungssystem in Deutschland. Das heißt, dass hier alle Bildungsetappen sozusagen von der frühkindlichen bis hin zur erwachsenen und beruflichen Bildung abgedeckt werden. Durch die Redaktion gibt es qualitätsgeprüfte und hochwertige Informationsmaterialien, die als Online-Ressourcen bereitgestellt werden. Und somit bietet der Deutsche Bildungsserver einem sehr breiten Publikum alle erdenklichen Informationen rund um Bildung in Deutschland. Also der Bildungsserver, das sind wir. Wir sind ein Informationsangebot beziehungsweise ein großes Team, was ein Informationsangebot im Internet betreut und auch kreiert jeden Tag. Das sind Informationen rund um die Bildung in Deutschland, in meinem Fall aber auch weltweit. Das heißt zum Beispiel, wenn Fachkräfte, Schüler, Lehrer oder einfach nur Interessierte Informationen suchen zu aktuellen Themen, zum Beispiel, welche Bildungsangebote haben Flüchtlinge zur Verfügung oder wie geht man mit dem Brexit um? Was hat das für Konsequenzen für die Hochschulen? Dann findet man auf unseren Seiten Dossiers, den aktuellen Stand der Forschung, aber vielleicht auch von Politik und Gesellschaft, wie mit diesen Themen umgegangen wird. Das heißt, wenn du dich fragst, was macht der Bildungsserver oder was können wir leisten, dann würde ich sagen, dass wir erstmal dokumentieren, dass wir Menschen vernetzen und dass wir Informationen in einer Breite und Tiefe zur Verfügung stellen, die du sonst nirgendwo findest. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mein Dossier für Brexit aufmache, dann habe ich hier
zusammengestellt, verschiedene Stimmen aus der Wissenschaft, aus der Presse, aus der Bildungspolitik und die relevanten Akteure und Ansprechpartner. Ja, ich glaube, wenn du dir anguckst, was das Team hier jeden Tag macht, dann sowas kann Google nicht leisten. Ja, mit der richtigen Methode ist es uns also gelungen, ein paar O-Töne zum Bildungsserver einzufangen. Hier ist die Webadresse bildungsserver.de. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich und tschüss.